Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zu einer Spezialausgabe zu den Oscar-Nominierungen des Jahres 2020. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist zum einen der Dominik. Hallo Dominik. Hi. Der Pascal. Hallo. Und Rauschi, aka Maximilian. Hallo. Mensch, ich bin auch da. Guten Morgen. Mensch, ja, super. Wie ihr seht, beim Tele-Stammtisch wird Inklusion großgeschrieben. So. Also ich hau jetzt ab, tschö. Ja, ihr Lieben, die Nominierungen sind draußen, die Verleihung findet am 9. Februar statt und jetzt wissen wir auch, welche Filme sich Hoffnung machen dürfen auf einen Academy Award. Wir werden die Nominierungsliste jetzt einfach ein bisschen abarbeiten, seid uns nicht böse, wir werden ein paar Kategorien einfach auslassen, entweder weil wir die Filme nicht gesehen haben oder aber weil sie die meisten Leute interessiert oder aber beides davon, ja? Wir fangen an mit bester Soundtrack und da sind nominiert Joker, Little Women, Marriage Story 1917 und Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Und ich frage jetzt einfach mal unseren Rauschi. Rauschi, ja, was ist da dein Favorit? Von denen ist Joker und Hildur, ja, definitiv. Die hat den meines Erachtens abwechslungsreichsten und besondersten Soundtrack geliefert und ist natürlich auch sehr hochwertig, deswegen ja. Favorit. Hast du alle Filme gesehen? Little Women gesehen, Marriage Story gesehen, Rise of Skywalker nur aus Erzählungen mitbekommen. Das reicht und schon. 1917 leider ja noch nicht in den Kinos und deswegen noch nicht gesehen. Ja. Aber Little Women ist auch noch nicht im Kino. Wie machst du das? Ja, aber Max? Da war ich in der Pressevorführung. Okay. Mensch, so läuft das hier. So läuft das. Ja, Pascal, wie sieht es bei dir aus? Ich habe Little Women und 1917 nicht gesehen, aber 1917 kommt nächste Woche und Favorit will ich jetzt mal nicht sagen, weil mit Soundtracks ist und mir ist das so eine Sache, aber ich kann jetzt einfach mal sagen, worauf ich spekuliere und das ist Joker. Ja, und bei dem werten Herrn Dominik, wie sieht es bei dir aus? Ja, tut dich in das gleiche Horn, Joker. Ildo Guadagnadotti hat tolle Arbeit geleistet und wenn man auch mal so ein bisschen querliest, die hat ja wirklich auch, also die tut ja, hat ja weitaus mehr getan, als einfach nur den Film zu untermalen. Also beispielsweise diese schon leicht ikonische Badezimmers- oder Toilettenszene mit Joaquin Phoenix hat sie ja auch maßgeblich beeinflusst mit ihrer Musik. Also das wäre schon verdient. Ich muss mich hier allerdings sehr wundern halt über Rise of Skywalker. Kann ich dir sagen, warum der nominiert ist? Zwei Wörter, John und Williams. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Ja, weil John Williams 1000 Jahre alt ist und immer noch Musik macht, genau. Ich meine, es gibt auch gewisse Richtlinien für Soundtracks, also dass halt so und so viel irgendwie wirklich Original Score sein muss. Und bei Rise of Skywalker sucht man den, glaube ich, mit der Lupe, weil wie der Film ist der Score ein Greatest Hits Album. Das kann man nicht anders sagen. Okay. Also ich für meinen Teil bin auch bei Joker. Ich finde auch, das ist ein Score, der den Film wirklich massiv unterstützt. Marriage Story fand ich großartig. Ist für mich der beste Film auf der Liste. Ich habe Little Women und 1917 nicht gesehen. Aber bei Marriage Story ist mir der Score auch gar nicht aufgefallen. Und Star Wars ist halt Star Wars. Es ist eigentlich gut gemacht, aber ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass da irgendwie was Neues gewesen ist, was mir im Gehörgang jetzt kleben geblieben wäre. Also sind wir uns hier einig, dass Joker wahrscheinlich Best Original Score gewinnen wird oder sollte. Das ist schon mal sehr schön. Es ist ein guter Einstieg. Mhm. Mal gucken, ob es bei der nächsten Kategorie genauso wird. Es geht um die besten Visual Effects und nominiert sind Avengers Endgame, The Irishman, König der Löwen, 1917 und Star Wars Rise of Skywalker. So, ich fange mal an und ich weiß, ich werde mich unbeliebt machen. Ich mag den Film nicht, aber ich glaube, es wird Lion King. Ja, komm, gehe ich mit. Also ist mein Hassfilm 2019 gewesen, aber wenn der Film in einer Disziplin wirklich überzeugen konnte, dann war es die Technik, also Lion King, meinetwegen. Vielleicht gibt es eines Tages, wenn Disney so weitermacht, so einen Oscar einfach für das beste Kopieren eines Films. Ich möchte keinen Marvel-Oscar. Ja gut, Star Wars würde ich mir vielleicht sogar auch gönnen. Also ich mochte den Film zwar nicht, aber was man den Star Wars, also der neuen Star Wars-Trilogie wirklich lassen muss, die Effekte sind vom Allerfeinsten. Also das CGI, das ist perfekt.
Also ich denke mal, dass da selbst in Avengers Endgame irgendwelche Sequenzen sein werden, die so ein bisschen abfallen, weil da halt irgendwie mehrere Firmen weltweit dran rumgedoktert haben. Also so war es zumindest bei Infinity War. Ich sag nur Mark Ruffalos schwebender Kopf. Ne? Pascal, hast du deinen Favoriten? Zwar nicht gesehen, aber ich denke mal, dass es Lion King wird, weil die Bilder im Trailer reichen ja schon, um zu sehen, dass da irgendwie ein neuer Maßstab gesetzt wurde. Ich würde es natürlich auch Irishman gönnen, der hat auch dieses Verjüngungsding revolutioniert, aber ich denke, es wird Lion King. Ja, Irishman war auch ein technischer Sprung. Na? Mhm. Ja. Wobei, Rauschi, wir beide sind ja da, also wir beide haben den Film gesehen, deswegen an dich ganz speziell die Frage, wo ist Cats? Wo ist Cats? Ja. Ich glaube, die sind nur ganz knapp nicht nominiert worden, muss ich sagen. Aber mit dem Lion King haben wir ja eigentlich schon die besseren Cats, deswegen. Cats ist jetzt schon der größte Snap-Film dieser Oscar-Verleihung. Was letztes Jahr Mission Impossible Fallout war, ist dieses Jahr Cats. So, enough said. Okay. Okay. Da stimme ich zu. Gut. Von einem guten Geistern verlassen. Nee, aber im Endeffekt, es muss jetzt hier zwischen Irishman und Lion King eigentlich ausgehen, weil die zwei sind wirklich revolutionäre und sehr hochwertige Visual Effects und dann. Ich glaube, es wird Lion King. Irishman hat halt das Problem, dass viele die Effekte für nicht so gelungen halten. Es wird im Film ja auch oft angekreidet, was ich immer sehr schade finde, dass bei vielen Irishman allein auf die Effekte reduziert wird. Mhm. Deswegen, für mein Seelenheil, fände ich es echt cool, wenn Lion King gewinnen würde, weil wenn Irishman gewinnt, darf man sich dann 3 Wochen lang anhören, so, wie, warum hat der gewonnen? Ja, also, deswegen. Also was man bei Irishman, das haben wir auch hier bei unserer Besprechung gesagt, was man halt dem vorwerfen kann, dass man merkt halt bei diesem verjüngten Robert De Niro, merkt man halt an seiner Physis und seinen Bewegungen in manchen Szenen, dass er halt eigentlich ein alter Sack ist, der jetzt irgendwie als junger Mann in CGI dargestellt wird. Aber das sind ja, da ist ja eigentlich nicht die Effekteabteilung für zuständig. No. Ja. Ja. Entschuldige. Okay. Ja. Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch weiter Hollywood-Legenden beleidigen, machen wir weiter. Der Film ist grandios, grandios. Ja, ja, zum besten Produktionsdesign. Mhm. Oh, ja, okay. Ja. Hm? da hätten wir wieder Irishman, Jojo Rabbit 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Das muss Tarantino werden, keine Frage. Ja. Oh. Da gibt's keine zwei Meinungen, das muss er Quentin machen. Also ich habe 1917 nicht gesehen, ansonsten kenne ich alle. Der wird wahrscheinlich auch Bombe sein, aber ich glaube nicht, dass... Na, wobei... Nee, aber ich sage, es muss Quentin machen. Was zählt denn da mit rein? 1917... Nee, das muss Quentin. Was ist denn mit Parasite? Ihr habt den ja alle gesehen, glaube ich. Ich nicht. Hat der so herausragend... Also der sieht super aus, aber da muss ich ganz klar sagen, da bei Once Upon a Time in Hollywood, den ich jetzt nicht so frenetisch abfeiere wie jetzt Pascal, aber ich mochte ihn trotzdem, nicht falsch verstehen, liebe Quentin-Fans, aber da steckt schon vom Produktionsdesign, ist das ein unglaublicher Aufwand, der da betrieben wurde. Ja. Mhm. Also ich habe selten einen Film gesehen in den letzten Jahren, der versucht hat, Vergangenheit aufleben zu lassen, der das so nah, also detailliert auch, fast perfekt hinbekommen hat. Das sieht schon sehr, 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 sehr lecker aus. Vor allem auch diese Nostalgie richtig anwendet. Ne? Da merkt man halt, Tarantino ist dahinter. Das ist nicht nur so ein Nostalgie-Scharlaufen jetzt à la Stranger Things oder so. Man merkt, da hat wirklich jemand Ahnung dahinter. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur besten Kamera. Mhm. Ich finde, das ist eine der interessantesten Kategorien dieses Jahr. Oh ja. Nominiert: The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917 und Once Upon a Time in Hollywood. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde mir wahrscheinlich Ende dieser Woche angucken, aber würde es vielleicht Roger Deakins zweiter Oscar und seine gefühlt 83. Milliardenste Nominierung? Er ist halt zwei Köpfe voraus. Ja, also danach. 1917 ist, glaube ich, unser aller Favorit, oder? Nee. Ich fände es... Ich glaube, dass es Once Upon a Time in Hollywood wird. Echt? Ja, irgendwie habe ich das im Gefühl, dass der das macht. Roger Deakins hat jetzt erst für Blade Runner bekommen. Ja, aber die haben bei Deakins einiges wettzumachen. Oh, so ein bisschen, ne? Ja, aber das kann man jetzt nicht mehr wettmachen. Ja, aber der Film... Ich meine, Emanuel Lubitzka hat ja auch, glaube ich, zweimal... Eben. Ja, aber... Nee, ich glaube, das macht der... Wie heißt Robert, der? Robert Richardson. Genau, ich glaube, das wird der Richardson. Aber ich gönne es den allen, weil ich habe Lighthouse zwar nicht gesehen, aber ich denke, der wird auch toll gefilmt sein. Irishman,
ja, Joker. Ja, boah, Joker war aber schon sehr toll. Ich denke mal, zwischen 1917 und Once Upon a Time. Und wer es von den beiden macht, ist mir im Endeffekt egal, auch wenn ich mich für beide freuen würde. Ich muss ja sagen, ich hatte mir Hoffnung gemacht und irgendwie wusste ich auch, er wird nicht nominiert, aber ich hätte auch Midsommar gerne ja, auf die Liste gesehen. Ja, schon. Ja. Naja, gut, klar. Aber da sind wir, das ist die berühmte Blase. Ja, aber Kamera ist natürlich auch immer Bildgestaltung und Ästhetik und da ist Lighthouse natürlich, also hat mich sehr positiv überrascht, dass der hier auftauchte, weil er überall woanders halt übergangen wurde, Stichwort Schauspieler. Überrascht mich, dass da Little Women nicht bei ist. Hey, du hast in diesem Jahr, glaube ich, kameratechnisch hast du, also es gibt mehrere Kategorien, auf die es zutrifft, aber Kamera ist sicher eine, wo es dir locker aus 15 hättest dir rausgreifen können. Du hättest bloß immer 1917 wahrscheinlich dabei haben. Also 1917 wird es in meinen Augen werden, weil ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ich habe den Kollegen Patrick dazu interviewt, das kommt die Tage online hier. Und der setzt wirklich anscheinend nochmal neue Maßstäbe, was halt wirklich Plansequenzen angeht. Mhm. Ich meine, die machen ja nicht umsonst eigentlich nur noch, also keine normalen Trailer, sondern eigentlich nur Werbung für die ganze Kameraarbeit. Ja, bei dem Film ist es auch durchaus schwer auseinanderzuhalten. Also im Vormittag gelesen, dass man Roger Deakins theoretisch sogar fast eine Regieleistung dafür anrechnen müsste. Also Sam Mendes wird zwar auch nicht völlig unbeachtet bleiben, wie jetzt auch halt schon bei den Globes, aber das wird Roger Deakins machen. Also ich sage, das macht der Richardson. Ja, okay. Kann dann auch haben sein. Wir einmal Richardson und dreimal Deakins. Ja. Sehr schön. Ja, gut. Bevor wir jetzt zum ersten Filmschnitt kommen, möchte ich unseren werten Zuhörern noch einen Tipp geben. Wir können diesen Podcast auch gerne als Trinkspiel benutzen. Jedes Mal, wenn jemand sagt, ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber müsst ihr einen trinken, dann solltet ihr jetzt schon wahrscheinlich gut angeduselt sein. Ja, ja. Okay. Kommen wir zum besten Filmschnitt. Da sind nominiert Ford vs. Ferrari oder in Deutschland heißt er ja Le Mans 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker und Parasite. Und der liebe Rauschi verdient ja seine Brötchen unter anderem mit Filmschnitt. Deswegen ich Rauschi die Frage, wer wird's, deiner Meinung nach? Ich habe Ford vs. Ferrari nicht gesehen. Prost! Aber ich kann mir vorstellen, dass der bezüglich Filmschnitt natürlich einen kleinen Vorteil haben könnte, weil da die meiste Action drin ist. Ne? Mhm. Ich persönlich würde mich aber sehr freuen über Parasite, weil mir da einfach, wenn man sich vorstellt, der Film hätte keinen Ton, der hätte über die Bilder genauso gut funktioniert. Und das ist immer ein gutes Zeichen für einen guten Filmschnitt, meines Erachtens. Deswegen gebe ich meinen Punkt an Parasite. Dominik, gehst du da mit? Ja, ich muss bei mehreren Filmen sagen, habe ich nicht gesehen. Ich würde es tatsächlich The Irishman gönnen, glaube ich, weil Schnitt ist auch Pacing. Na? Mhm. Und klar, der Film lässt sich Zeit, ist entschleunigt, aber diese 3,5 Stunden, der ist halt auch so auf den Punkt erzählt und konzentriert erzählt und das fließt ja auch damit rein. Und auch diese Masse an Material zu bewältigen, das sollte schon honoriert werden. Das ist eine Machtdemonstration in Sachen Storytelling. Ja, ja, das ist so mal, also. Theoretisch muss den Irishman gewinnen, aber ich glaube, dass es Joker macht. Ja. Also, Ford versus Ferrari habe ich nicht gesehen, aber wegen den wegen der Auto-Action halt wahrscheinlich. Parasite auch toll geschnitten. Jojo Rabbit kann mich am Arsch legen. Also, ich habe ja alle Filme. Das ist eh Jojo Rabbit, Entschuldigung. Ja. Ja, ich habe ja alle Filme. Was? Nix. Was war? Das höre ich eben schnitten, Max. Erst No Escape. Ja. Also ich hab alle Filme gesehen jetzt, die da nominiert sind. Und ich gebe da Max recht, der Parasite, den könntest du auch ohne Ton sehen. Sollte man nicht tun, aber könnte man. ich glaube aber irgendwie, dass es Ford vs. Ferrari wird. Ja, das kann schon sein. So oder so. Also wir sind uns jetzt einig, dass bis auf Jojo Rabbit eigentlich jeder ich bin überrascht, wie oft Jojo Rabbit hier vorkommt. Ja, aber der kommt bei den Amis an, das andere ist bei uns geplant. Ich muss aber auch gestehen, wenn ich jetzt nochmal, also ich blicke da eher so vom Pacing her drauf oder auch so vom Erzählrhythmus.
Joker, es ist ja, glaube ich, relativ bekannt, dass du und ich die Schlussszene überhaupt nicht mögen und dass wir die auch nicht passend finden. Ja, das ist immer zu dritt. Und das ist, und das ist dann natürlich auch Pacing, Erzähltempo, Rhythmus, Dynamik, ne? Und ja, diese Schlussszene ist irgendwie unwürdig dieses Films. Beziehungsweise er verpasst einfach den, ja, wortwörtlich den richtigen Schnitt an der richtigen Stelle zum passenden Zeitpunkt. Und das wäre für mich schon jetzt nicht ein Ausschusskriterium, aber ja, ne? Es, wie gesagt, fehlt denn da einer unter den Nominierten? Fehlt da einer eurer Meinung nach? Du bist ja überall Midsommar. Midsommar. Also, Midsommar. Also alleine dieser im Midsommar dieser grandiose Schnitt so vom Badezimmer ins Flugzeug. Ja, ah, sowas macht heute kaum noch einer. Also mir persönlich fehlt ein bisschen Marriage Story in der Kategorie, ganz ehrlich. Weil der Film, der erzählt ja auch viel über die Blicke und so weiter und so fort. Und also du hast diese Filmart unter den derzeit Nominierten eigentlich nicht wirklich mit drin, finde ich. Ja, aber auf der anderen Seite, du hast bei Marriage Story, wenn ich jetzt überlege, das sind ja sehr lange Einstellungen. Mhm. Ne, also da ist dann gar nicht so viel Schnittarbeit, weil die haben dann halt diese sehr langen, ja, sind ja dann eigentlich auch Plansequenzen. Ja, ne? Ja, klar. Aber nee, von dem her. Gut. Schade, dass Tarantino nicht drin ist. Ja, das wundert mich auch, weil der eigentlich das ich weiß nicht, man nicht kann mich da gerne festnageln, aber ich glaube, jeder Tarantino war bei Schnitt nominiert, kann das sein? Ja, aber Jojo Rabbit, ey, Mann. Ja, zum Glück ist nicht Head Full of Honey drin. Also in der gerechten Welt wird's Irishman, aber ich vermute, es wird. Dann haben wir ja jetzt 25% für. Ja. Ja. Jojo geht. Außer Jojo Rabbit. Ja, Stu ist der Einzige, der ihn gesehen hat und ist, glaube ich, nicht gerade Team Jojo, soweit ich weiß. Ne? Nein, ich bin. Ich glaube, Deutschland ist per se nicht Jojo. Ja, gut. Kommen wir mal zum letzten Animationsfilm. Da gibt es ein paar Überraschungen, wie ich finde. Oh. Nominiert sind Drachenzähmen leicht gemacht 3, I Lost My Body, weiß ich mal, wie der in Deutschland heißt. Ich habe meinen Körper verloren. Okay, dann noch Klaus, dann Missing Link, der überraschenderweise bei den Golden Globes schon gewonnen hat, bei den Kategorien Animationsfilm, und Toy Story 4. Und nicht dabei ist Frozen 2. Und das finde ich ziemlich stark. Und Lion King auch nicht. Ne? Ja. Oh mein Gott. Es gibt Gerechtigkeit auf der Welt. Ja. Ja, Dominik. Also hier gibt es vom... Dominik, Entschuldigung. Ich bin hier auch der Moderator, ja, also mal hier. Ja. Die Oscars sind vielleicht ohne Moderation, das hier ist mit Moderation, liebe Freunde. So, Dominik, was ist dein Favorit? Ich sag's ganz ehrlich, Klaus. Also ich hab nicht alle gesehen, diesen I Lost My Body werde ich mir noch ansehen auf Netflix. How to Train Your Dragon kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ja, der soll sehr toll sein und ist irgendwie auch ein Abschluss dieser Trilogie. Aber ich habe den Eindruck, dass da auch bei vielen halt so Nostalgie mitschwingt. Missing Link wäre ein schöner Außenseiter. Aber ich freue mich einfach so unglaublich, dass Klaus hier drin ist. Der wurde bei den Golden Globes übergangen und ist jetzt hier dabei. Also ich bin großer Pixar-Fan, nicht falsch verstehen, aber Toy Story 4 hat hier nichts verloren. Sag ich ganz ehrlich. Also technisch vielleicht, aber das ist halt so die obligatorische Pixar-Nominierung. Und also ich habe den letztens erst nachgeholt an Neujahr. Und nee, also wenn ich jetzt überlege, dass Toy Story 3 vor 10 Jahren in derselben Kategorie war, nein. Pascal, leg du mal bitte deine Buzz Lightyear-Puppe auf Seite und sag uns, was hältst du denn von den Nominierten und welcher Film soll es deiner Meinung nach werden? Keinen gesehen. Gut. Rüsterchen. Dann kannst du würfeln. Aber I Lost My Buddy und Klaus sind ja auf Netflix. Die werde ich mir noch anschauen. Ich denke, es wird Missing Link. Könnte sein. Das wäre, ich muss sagen, ich habe mich da sehr drüber gewundert, dass der bei den Golden Globes gewonnen hat, weil der ist gar nicht mal unbedingt so toll jetzt angekommen bei Kritik und Publikum, war ja ein relativer Flop. Und ich meine, Laika hat auch schon anderes Zeugs gemacht, wie Kubo oder Coraline. Die wurden entweder wahlweise gesnappt oder bekamen halt so eine Verlegenheitsnominierung, ne? Aber ja, man wird sehen. Ist eine spannende Kategorie tatsächlich. Aber ja. Team Klaus, wirklich. Okay. Rauschi. Bist du auch Team Klaus? Ich bin auch Team Klaus, weil Klaus der
besonderste Film von denen ist, der, der am revolutionärsten gearbeitet hat. 2,5D-Animation sozusagen. Also wirklich genau dieses Mittelding zwischen Zeichentrick klassisch und den modernen Animationen. Aber rein von den Stories her kann ich zu vielen anderen jetzt nichts sagen. Das spielt ja sicherlich auch noch ein bisschen mit rein. Aber vom Animierten her gefiel mir Klaus am besten. Ich habe jetzt auch nur drei gesehen. Einmal Drachen, dieser Drachenfilm da. Klaus habe ich gesehen und Toy Story 4. Ich muss aber sagen, weil mir die Prämisse so gefällt, hoffe ich, dass I Lost My Body vielleicht gewinnt. Das wäre, glaube ich, auch das erste Mal, dass ein Animationsfilm bei den Oscars gewinnt, der halt nicht unbedingt jetzt, sag ich mal, familienfreundlich ist. Also der sich eher für ein älteres Publikum das gemacht stimmt. wurde. Das würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Ein schöner Gedanke. Das wäre eine schöne Ansage. Das glaube ich aber auch, das ist aber, glaube ich, auch der Grund, warum er nicht gewinnen wird. Nee, das da bin ich ehrlich. Wie war denn das damals mit Persepolis eigentlich? Der war nominiert. Ja, wurde nur nominiert, ne? Aber das ist schon viel wert. Also. Und dieser Waltz with Bashir? Der hat gewonnen. Genau. Der hat gewonnen, ne? Mhm. Der hat gewonnen. Ja, okay, das war eine Ausnahmeerscheinung. Also, das aber er hat als bester fremdsprachiger Film gewonnen, nicht als Animationsfilm. Das wäre hier schon geil mit I Lost My Body, weil es ist ja halt immer das Problem bei dieser, ich meine, man sieht das ja auch bei der Verleihung, das präsentieren dann halt immer so die Jungstars für die Kinderkategorie so ein bisschen, ne, beim Oscar. Mhm. Das ist immer sehr peinlich. Ja. Animationsfilme sind nicht immer Kinderfilme, Punkt. Ja. Wobei, was mich ein bisschen irritiert, war es nicht früher auch mal so, dass die auch Animes, also so japanische Trickfilme mit reingenommen haben? Eigentlich schon, ja. Dieser Weathering With You von dem Your Name-Regisseur, der ja jetzt hier ein Limited Release bekommen wird diese Woche, der sollte eigentlich dabei sein, ist dann wohl rausgeflogen. War Your Name nominiert? Nee, Your Name war nicht nominiert. Okay. Der ist allerdings auch, das ist so das Problem bei uns hier in Deutschland, Your Name ist eigentlich aus dem Jahr 2016. Der hat hier 2 Jahre ins Kino gebraucht, deshalb ist das von... Naja, das heißt ja nichts, ich meine nur, ob der grundsätzlich... Ich kann mal gerne nachsehen. 2016 oder 2018. Könnt ihr mal sehen. Moment, ich 50 Jahre nach Pearl Harbor und sie nehmen es ihnen immer noch krumm. Naja. Nee, der war nicht nominiert. Nein. Naja, okay. Ja, gut. Sind wir mit allem zufrieden, außer mit Toy Story 4. Alles klar. Gut. Dann, wir haben jetzt über einen fremdsprachigen Film geredet. Dann machen wir gleich mal weiter, nämlich mit dem besten International Film. Nominiert sind Corpus Christi aus Polen, Honeyland Ave Maria aus Nordmazedonien, ich wusste gar nicht, dass es gibt, Le Miserable aus Frankreich, nein, nicht das Musical, in Deutschland heißt der Film Le Miserable, die Wütenden, dann Leitenherrlichkeit aus Spanien und Parasite aus Südkorea. Ja komm, Parasite wird's, komm. Es wird Parasite. Du musst mal wieder gegenschießen, ne? Ich wittere da was. Ich wittere da aber auch was. Ja, wittern wir das Gleiche? Ich wittere, dass Leid und Herrlichkeit den für Fremdsprachigen kriegt. Mhm. Und dass Parasite den für den besten wittere. Ich werde mich übrigens jetzt hier mit Pascal anschließen. Aber erst meine Meinung dazu am Ende abgeben. Ja, also deswegen sage ich jetzt, es wird Leid und Herrlichkeit. Gut, Dominik, wir beide Parasite? Ich habe keinen davon gesehen. Ich kann nur sagen... Wir beide Parasite. Ja, wir beide Parasite, aber ich will ja auch noch gucken. Sagt eigentlich keiner was? Ich meine, ihr hattet doch, glaube ich, beide Porträt einer jungen Frau in Flammen in euren Top-Listen. Ne? Ja. Das ist natürlich die größte Frechheit, dass der spielt. Das also, ist natürlich ein da absolutes weiß keiner, warum Ding, Frankreich. Ich weiß nicht, vielleicht ist Le Miserable echt ein noch geilerer Film. Vielleicht haben sie sich gedacht, ach, die halten das wahrscheinlich für dieses Musical-Film mit Hugh Jackman und geben mir immer noch einen Oscar. Mhm. Also ich habe den Le Miserable nicht gesehen. Ein Bekannter von mir und Pascal und Dominik hat den schon gesehen und fand ihn relativ gut. Mhm. Aber auch der ist, glaube ich, mehr Team Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und dass der da nicht drin ist, weil dann wäre das echt spannend, wenn der auch dabei gewesen wäre. Ja, also man kann hier wohl durchaus sagen, dass das zwischen Leid und Herrlichkeit und Parasite ausgefochten wird. Also Corpus Christi. Honeyland finde ich komisch, dass da eine Dokumentation Honeyland mit dabei ist. Ja, es ist eine Dokumentation. Ja, also. Ja, das stimmt übrigens. Honeyland ist auch nochmal als bester Dokumentarfilm nominiert. Die haben wir jetzt aber ausgelassen. Dokumentarfilm, weil da können wir einfach nichts zu sagen.
Und wir möchten ja nicht, dass ihr, wenn ihr das Trinkspiel macht, jetzt schon irgendwie alkoholtot seid. Aus Nordmazedonien hätte nämlich auch Petrunia kommen. Ja, wollte ich gerade sagen. Der, den hätte ich sogar da reingesteckt tatsächlich. Ja. Aber okay. Hier Corpus Christi ist... Grüße an Petrunia. Ja, Grüße an Gott und Petrunia, genau. Nee, aber, ja, und an den Systemsprenger, der es ja leider überhaupt nicht geschafft hat. Ja, der hat es nicht geschafft. Ja. Corpus Christi ist auch wieder... Ist schon interessant in den letzten Jahren, wie oft Polen dabei ist, ne? Ja, Polen kommt. Also, Polen ist quasi jedes Jahr jetzt letztes dabei. Jahr auch mit wie hieß der denn nochmal? Cold War. Cold War, Breitengrad, genau. Elite. Ja. Ja. Ida dann hat gewonnen, polnischer Film. Genau. Auch vom selben Regisseur wie. Dann hat. Nee, das war kein Polen, das war ein ungarischer. Aber ja, Polen ist oft dabei. Und wie gesagt, zwei Stimmen für Pain and Glory, zwei Stimmen für Parasite. Wir werden sehen. Weiter geht's. Okay. Dann kommen wir jetzt mal zum Schriftlichen. Bestes adaptiertes Drehbuch. Da wäre nominiert The Irishman von Steven Salian. Seid mir nicht böse. Der hat zuvor unter anderem Schindlers Liste geschrieben. Joker von Regisseur Todd Phillips und Scott Silver. Scott Silver hat vorher The Fighter geschrieben. Jojo Rabbit von Taika Waititi. Little Women von Greta Gerwig. Und The Two Popes von Anthony McCarten. Ich habe Two Popes und Little Women nicht gesehen und ich sage, ich muss eigentlich gar nicht drüber nachdenken, Irishman, Punkt. Also. Ja. Es müsste Irishman, wie gesagt, in der gerechten Welt wird es Irishman, aber ich denke, es wird Joker. Oh, das wäre. Ich hab einen anderen Verdacht. Das wäre schmerzhaft. Du hast den Two Popes Verdacht. Nein, ich habe den Verdacht. Du hast den Jojo Rabbit Verdacht. Also bei Two Popes wäre ich sauer. Ich habe den Verdacht, dass die Jury sich denkt so, ach Mensch, dieser Taika Waititi ist hier so ein lustiges Kerlchen, ja. Und der traut sich auch mal was. Und dann macht er einfach mal so ein Kriegsdrama, aber so ein bisschen lustig, so, ne? Ach, das ist ein bisschen. Hat ja schon bei Das Leben so, ist schön geklappt, ne? Ja, ich habe so einen leisen Verdacht, dass der Taika. Ja, der wird. Und ich mag Taika Waititi, aber ich mag Jojo Rabbit nicht. Taika. Taika. Also, wie gesagt, es muss natürlich Irishman werden. Du wegtanzen mit Taika. Ja, vielleicht wirklich. Vielleicht sagen sie Jojo Rabbit, weil. Ich sag Little Women. Oh je. Ja. Als, wie sagt man, ich glaube, dass Little Women einfach in vielen anderen Kategorien entweder keine Chance hat oder so. Und deswegen kriegen wir hier den Frauendiversitäts-Oscar. Ja. Gibt's hier bei Adapted Screenplay. Ja, da so Dominik, du musst jetzt noch Two Popes sagen, weil dann haben wir jeden einmal genannt. Also ich muss sagen, ich bin sauer, wenn Two Popes gewinnt, weil der hat zwar, der hat zwar echt gute Dialoge, aber der geht, ich weiß nicht, ob da Netflix hintersteckt, man kann gerne auch in meine Kritik beim Movie Break reinlesen. Der Film geht am Ende sehr merkwürdige Kompromisse ein, die einfach Feigheit vor dem Feind sind an der Stelle und der stapelt auch so einige Klischees auf, was halt die beiden Papstpersönlichkeiten angeht. Nee, also. Okay, aber also Anthony McCarten hat auch schon einen für Darkest Hour. Also der Kerl, der wird jetzt wahrscheinlich bis zum Ende seines Lebens, wird der nur noch Biopics schreiben. Also Irishman. Ja, aber sowas von Irishman. Okay. Aber sowas von. Und Joker ist ein, also, keine Ahnung, es gibt einige Szenen in dem Film, da merkst du, es gab kein Drehbuch oder sie haben es verworfen oder sonst was. Und also bei aller Liebe, das Drehbuch ist nicht das Stärkste von Joker. Die Leerseite. Es ist einfach so. Ja. Okay, dann kommen wir mal jetzt vom Adaptierten zum Originaldrehbuch. Da nominiert Quentin Tarantino. Was? Ja, ich bin gerade irritiert, welcher Film da nominiert ist, aber okay. Wie gesagt, ich sehe die gerade zum ersten Mal, aber okay. Ja. Also, nominiert sind Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood, Noah Baumbach für Marriage Story, Bong Joon-ho für Parasite, für mich eine wunderbare Überraschung, Rian Johnson für Knives Out und Sam Mendes und Christy Wilson-Cairns für 1917. Und ich glaube nicht, dass es Knives Out wird, aber ich finde es wunderschön, dass er da dabei ist. Das wird Marriage Story. Der muss es wirklich werden. Ja, aber der wurde halt jetzt bei allen anderen Verleihungen immer übergangen, obwohl nominiert. Und es dann hat ja eigentlich jetzt überall halt Once Upon a Time gewonnen. Ja, wäre natürlich auch super. Aber ich vermute, dass es Marriage Story wird, aber ich würde mir natürlich auch wenn ich den ganz, ganz, ganz toll fand, würde ich mir den Quentin, der darf ruhig nochmal einbekommen. Der hat einen für Django bekommen, also sorry.
Also bei der Kategorie ist es mir jetzt außer 1917 eigentlich wirklich wurscht, weil mir alle Filme vom Drehbuch her saugut gefallen. Knives Out wäre halt super, wenn der Ryan einkriegt, ne? Ja. Ja, der Ryan ist einer von uns. Wir sind ja Team Ryan. Ryan ist einer von uns. Ja. Also ich bin ehrlich, mich würde es stören, wenn Tarantino gewinnen würde bei der Konkurrenz. Gut. Ich finde nämlich, dass Marriage Story, Parasite, Knives Out, 1917 habe ich nicht gesehen, aber dass die drei, finde ich, interessantere, bessere Drehbücher haben als Once Upon a Time. Once Upon ist halt ein Stimmungsfilm. Na, also so fantastisch ich den fand, das ist ja meine Nummer zwei gewesen hinter Irishman. Noah Baumbach, wirklich. Also. Ist ja eh ein Tarantino, der gar nicht so auf die Dialoge, gell? Ja, eben. Der eher so. Ja, wobei, also gar nicht auf die Dialoge. Nee, das nicht auch so nicht. Im Vergleich. Aber also, den kannst du schon durchaus einen Oscar dafür geben, was er da zusammengeschrieben hat. Klaro. Nee. Also bei mir ist alles in Ordnung. Von mir aus Knives Out, Marriage Story oder Once Upon a Time in Hollywood, das ist mir vollkommen egal. Über Knives die anderen beiden nicht. Ich glaube, Überraschung. Also, ja. Ich würde es Noah Baumbach wünschen. Mm. Ich glaube aber, es wird Bong Joon-ho. Glaube ich auch. Bei 1917 kann ich's, weil da habe ich eigentlich gehört, das Drehbuch soll eigentlich eher eine große Schwäche sein. Der soll teilweise sich da sehr was zusammenkonstruieren. Gut, das ist natürlich auch das Drehbuchdebüt von Sam Mendes und diese Christy Wilson-Kearns. Das ist eine Autorin, die war vorher nur bei Penny Dreadful mit an Bord. Aber ich glaube, die Nominierung ist vielleicht ein bisschen überzogen. Mir fehlt The Farewell, muss ich sagen. The Farewell anstatt 1917 und dann hätten sie machen können, was sie wollen. Oder es wird Parasite, ich weiß nicht, der wird ja auch so für sein Dreh. Wie gesagt, Parasite, ja. Marriage Story oder Once Upon, einer von den dreien. Knives Out ist halt eine schöne Anerkennung für unseren Ryan, aber der wird es definitiv nicht werden. Und 1917, also ich glaube nicht, dass wir da irgendwann mal darüber reden werden, was für ein gutes Drehbuch der hatte. Nee. Ne? Das wird so der Victoria unter den Kriegsfilmen, ne? Ja. Geil. Ja, du musst dann nach einer Review graben, die nicht über die Kameraarbeit redet. Ja. Wobei man ja sagen muss, dass Victoria wirklich ein richtiger One-Take-Film war, ne? Ja. Aber gut, lassen wir das. Und kommen mal besser zu der besten Nebendarstellerin. Da sind nominiert Laura Dern für Marriage Story, Scarlett Johansson für Avengers Endgame, Jojo Rabbit, Margot Robbie für Bombshell, Florence Pugh für Little Women, Dominik Mihastich und Kathy Bates für Richard Jewell oder der Fall Richard Jewell, wie er heißt. Florence. Laura Dern, ne? Ich glaube, wir müssen da jetzt unterscheiden zwischen was es wird und was wir uns wünschen, wer es wird. Also Max, du hast ja von uns Little Women gesehen. Ja. Und wenn du jetzt fragst, ob Florence Pugh da gut drin war, ne, dann ist was los. Nee, das wäre wirklich, ich meine, die Frau, die hat, also für mich ist das die Entdeckung des letzten Jahres gewesen und das wäre wirklich eine Krönung. Ja. Laura Dern war ja auch in Little Women mit drin. Ne? Ach so. Also, Laura Dern und Florence Pugh hatten beide, glaube ich, ein unglaublich gutes Filmjahr. Ja, Laura Dern muss man aber sagen, das wäre wirklich so ein richtig typischer Nebendarsteller-Oscar, ne? Ist doch okay. Die haut ja auch einen raus. Da ist Schlimmes dran. Ja. Nee, also was ich mir wünschen würde, ist, weil ich mag die Florence natürlich total gerne und kann sich auch immer melden. Hat ja noch ein paar Jährchen. Ja, Wahnsinn, die macht noch fünf. Also die ist ja auch noch jung, die ist ja Mitte 20. Also und die Laura Dern, das ist jetzt vielleicht mal so die Chance, wo sie das mal einen Oscar irgendwie kriegt. Und ich denke, es wird Laura Dern und ich gönne sie auch. Ich glaube auch, dass es Laura Dern wird. Ich habe irgendwo mal in einem Artikel gelesen, dass Kathy Bates oder Richard Jewell wirklich einen raushauen soll. Der Film an sich soll nicht so pralle sein, aber Kathy Bates soll wirklich. Und ich habe Kathy Bates lang nicht mehr gesehen. Ich habe Kathy Bates das letzte Mal in American Horror Story gesehen. Ja, da. Also ich meine jetzt wirklich in einem Film, jetzt nicht in einem Film. Und ich muss ja auch sagen, Laura Dern ist es ja auch so, die hatte ja, ich will nicht sagen tief, aber ich habe das Gefühl, in den letzten 3-4 Jahren sehe ich die öfters. Ja, seit Star Wars. Die hat gerade ein Comeback. Die hat ein Comeback. Ja, also ich würde es jeder da gönnen, glaube ich, auch wenn ich nicht alles gesehen habe, aber ja, komm, Laura Dern geht klar. Mhm. Florence, ich liebe dich, aber Das war mein Text. Stu, wie ist denn das mit Scarlett Johansson, mit Jojo Rabbit? Hör auf jetzt, ey.
Was ist das für eine Frage? Ich glaube, das ist die einzig erträgliche Figur, habe ich mal von irgendjemandem gehört. Das hat einen ganz einfachen Grund, aber den kann ich hier aus Spoilergrund nicht verraten. Sie ist eingebildet. Oh mein Gott. Ja, da hast du recht. Jojo ist eigentlich schon die ganze Zeit tot und sieht Geister. Mhm. Und eigentlich sind Nazis Aliens, die man mit Wasser abwehren kann. So. Jetzt müsst ihr euch noch mal Jojo Rabbit angucken. Written and directed by M. Night Shyamalan. Ja. Genau. Kommen wir mal zum besten Nebendarsteller. Da sind nominiert Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood, Joe Pesci für The Irishman oder wie er seit den Golden Globes heißt, Baby Yoda, Anthony Hopkins für die zwei Päpste, Al Pacino, ebenfalls Irishman, und Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood. Bevor ich jetzt meine Meinung sage, ich bin ein bisschen verwundert, Tom Hanks nur als bester Nebendarsteller? Ich dachte, der ist in Beautiful Day in the Neighborhood der Hauptdarsteller. Ja, das frage ich mich. Also, kurz mal, hast du dich verschrieben irgendwie? Nein, der ist Nebendarsteller nominiert. Merkwürdig. Aber wer spielt da die Hauptrolle? Ach, der ihn interviewt da, ne? Ja, aber wer ist das? Dieser Komm, eine, das finden wir raus. Also er ist nicht als bester Hauptdarsteller. Das ist doch dieser Buck Rogers Film oder was, ne? Ja, genau. Und die Hauptrolle spielt... Nicht Tom Hanks. Ja, entweder Matthew Rhys. Der, ja, gut. Matthew Rhys, den kennt man zum Beispiel The aus... The Rise of Skywalker. The Americans. Ja. Ja. Okay, gut. Dann, okay, danke für die Information. Ich hau jetzt mal direkt raus. Für mich gibt's kein Wenn und Aber. Joe Pesci, Irishman. Punkt. Ah, schwierig. Kommt mir nicht mit Brad Pitt war so cool in Once Upon a Time und Anthony Hopkins als Papst Bau und Elton Sheen, aber auch alle großartig, aber Joe Pesci in The Irishman, ja, ist shit. Ja, es ist ja, ja es müsste eigentlich Joe Pesci werden, aber Brad Pitt war so cool. Brad Pitt, weißt du, der Unterschied ist, DiCaprio und Brad Pitt sind ja beide fantastisch gewesen in dem Film, aber während DiCaprio eine brillante Performance rausgehauen hat, hat Brad Pitt halt eine Cliff Booth, der wird in ein paar Jahren wird der eine Kultfigur sein wie Vincent Vega, glaube ich. Ja, das ist Brad Pitt oder Joe Pesci, ist mir egal, wer. Joe Pesci hat es ein bisschen mehr verdient, weil Brad Pitt hat noch ein paar Jahre, der kann noch mal einige raushauen. Joe Pesci ist vielleicht jetzt mal die letzte Chance nochmal, auch nach 10 Jahre Leinwandabstinenz. Ich verstehe übrigens Al Pacino nicht, aber da muss ich dann später dazu kommen. Oh, der war schon gut, aber super, wenigstens kann ich hier Hopkins verstehen. Also keiner von euch hat da, glaube ich, Two Popes gesehen. Der hat eine gute Performance gebracht, keine Frage, und ja, ist halt eine typische Biopic-Kategorie. Ist halt echt krass, ohne Witz, dass Anthony Hopkins halt, Anthony Hopkins spielt einen, Hannibal Lecter spielt einen niederbayerischen. Wirklich gut, ja, sie gucken in einer Szene sogar Kommissar Rex, das kann ich verraten. Ja, naja, aber Max, ganz ehrlich, Anthony Hopkins, also der Hannibal Lecter, ja, der war vor ein paar Jahren Nebendarsteller in Transformers 5, also von daher ist das doch okay. Ja. Also die eigentliche Sensation in Two Popes, und da kommen wir gleich zu, ist halt Jonathan Pryce. Na? Okay. Deshalb, gut. Also entweder Joe Pesci oder Brad Pitt. Ja. Ansonsten Brad Pitt, also komm, wirklich. Es ist fällig. Pitt hat noch keinen als Schauspieler, Pesci Eben. Hat schon einen. Ja. Dann ich gebe ihm auch Pitt. Ja, muss Pitt. Auch wenn ich Pesci lieber mochte, persönlich. Mir fällt gerade ein, es gibt auch in Once Upon diese schöne Szene da, wo DiCaprio zu sich selbst sagt, so, ich bin eine geile Sau. Ja. Ja? Hm. Einmal die Szene und danach mach Schnitt auf Best Supporting Actor Brad Pitt. Es ist dann so wie mit dem Bären bei Revenant, ne? Dem Oscar wegschnappen wollte. Oh Gott, der Bär ist jetzt verbrannt. Ja. Stimmt, der Bär müsste eigentlich um jetzt. Okay. Spoiler. Beste Hauptdarstellerin hätten wir Renee Zellweger in Judy, Scarlett Johansson, oh, Doppelschlag für sie, in Marriage Story, Cynthia Erivo in Harriet, Charlize Theron in Bombshell und Saoirse Ronan für Little Women. Pascal, du als unser Frauenbeauftragter. In einer gerechten Welt wird's Scarlett Johansson. Ich möchte noch anmerken, ihr könnt das Trinkspiel auch erweitern. Jedes Mal, wenn man sagt, in der gerechten Welt, müsst ihr einen kurzen trinken. Herrlich. Normalerweise wird es Scarlett Johansson, was ich mich frage, wo ist Awkwafina für The Farewell? Ja. Die hat ja gewonnen, den Golden Globe, glaube ich, ne?
Ja, aber ich glaube auch, es wird Marriage Story. Harriet kenne ich nicht. Renée Zellweger für klassisches Biopic, die hat schon einen Oscar. Charlize Theron hat einen Oscar. Ronan wäre vielleicht mal fällig, aber ich glaube nicht für Little Women, na komm. Nee, machen wir mal die Johansson. Die ist ja auch doppelt nominiert. Marriage Story. Also da schließe ich mich komplett Pascal an und überlasse die Rauschi und Dommi den Rest. Rauschi und Dommi. Rauschi und Dommi. Ja. Der Bayer zuerst, ne? Ja, es wird René Zellweger, weil die Leute halt da einfach drauf stehen, dass die Dinge. Ja, meine, sie ist halt nicht meins, ne? Ich will Scarlett oder Saoirse. Ich will Scarlett. Ja. Ich will auch Scarlett. Das hat sie verdient. Die ist jahrelang total unterschätzt gewesen und jetzt hier so ein Doppelrundumschlag, meine Herren. Und Marriage Story ist die beste Performance, die man von ihr gesehen hat bislang. Judy habe ich gesehen als einziger von euch. Und also ganz ehrlich, das ist eine typische Babe-Performance und das ist so ein. Also, alles klar, es wird Also selbst wenn sie den kriegt, Judy ist so ein Film wie die Eiserne Lady mit Meryl Streep damals. Das ist die Hauptdarstellerin hätte einen besseren Film um sich herum verdient, weil Judy ist komplett belanglos und Schema F und na gut, aber das zeigen die Nominierungen hier. Ihre Performance, du fragst dich dann halt auch, ist sie da jetzt, weil Renée Zellweger, wenn man jetzt mal guckt, wie die jetzt halt inzwischen aussieht, ne, ob sie vor ein paar Jahren schon hätte Judy spielen können. Wer weiß, vielleicht wollte sie auch all die Jahre Judy spielen, hat sich dafür unter das Messer gelegt, keine Ahnung. Also, ja, sie wird ihn kriegen, aber nee, sorry. Es ist halt so schade, dass Horrorfilme einfach noch nicht diese Beachtung bekommen, weil ansonsten hättest du wahrscheinlich Lupita Nyong'o. Oder Nyong'o und Florence Pugh auch drin gehabt. Ja, aber ich meine, das hattest du vor einem Jahr ja auch, wo Toni Collette nicht nominiert gewesen ist für Hereditary. Das war ja letztes Jahr. Skandal war das. Aber vielleicht erleben wir das noch mit, wir sind ja noch jung. Nee, das ich glaube nicht. Du siehst ganz genau, die sind einfach nicht empfänglich für Genreware und Midsommar. Ja, gut, der ist ja. Außerdem hat doch jetzt Get Out vor 2 Jahren einen Oscar fürs beste Drehbuch bekommen. Das muss jetzt für die nächsten 10 Jahre erstmal wieder rein. Ja, genau. Ja. Gut. Okay. Kommen wir mal zu den besten Schauspielern. Da hätten wir Joaquin Phoenix für natürlich Joker, den gerade eben bereits erwähnten Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver für Marriage Story, Antonio Banderas für Leid und Herrlichkeit und der ebenfalls von Dominik gerade eben erwähnte Jonathan Pryce für Die zwei Päpste. Dominik, ist Jonathan Pryce hier auch wirklich dein Favorit oder hast du einen anderen? Ich würde es ihm gönnen, er ist jetzt nicht mein Favorit. Mein Favorit ist eigentlich Adam Driver, so rein vom Schauspiel her. Allerdings, ja, also ich mochte ja den Joker. Ich habe ja auch die Kritik für Movie Break geschrieben und ja, es führt kein, seien wir ehrlich, wir müssen da gar nicht groß drüber diskutieren, es führt keinen Weg vorbei an Joaquin Phoenix und er hat ihn auch verdient. Also ich sag mal so, er hat ihn verdient, aber er wird ihn bekommen. Ich kann mir durchaus nämlich vorstellen, dass Joker so einer der Filme ist, der irgendwie 11-mal nominiert ist, aber vielleicht nur 3 Oscars bekommt, aber vielleicht die wichtigsten. Aber mein Herz schlägt für Adam Driver. Adam Driver ist für mich, hätte den Oscar sogar ein bisschen mehr verdient als Phoenix, ohne es jetzt schlecht machen zu wollen. Und ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass alle der Meinung sind, aber ich kenne Pascal. Der schießt ja gerne mal quer. Deswegen frage ich Rauschi. Jetzt. Was sagst du dazu? Was willst du denn wissen? Also Joaquin Phoenix wird's gewinnen. Ja. Aber wenn ich der Oscar wäre, dann würde ihn Adam Driver bekommen oder Antonio Banderas. Den Oscar gibt's aber nicht in Bayern. Ich stell mir gerade vor, wie du als Oscar überreicht werden willst. So, nein, ich will nicht. Aber Max, du kannst dich noch als Lola bewerben, vielleicht. Ich gebe mich selbst als Seppel. Und der goldene Seppel 2020. Okay. Nee, also Wunschdenken ist bei mir Adam Driver. Ja. Aber ich glaube an Phoenix, der hat jetzt so viel schon entbehren müssen, The Master und so weiter und so fort. Also der ist jetzt mal dran. Er hätte es verdient für die Performance. Und bei Adam Driver, ich weiß nicht, ich habe Black Clansman nicht gesehen. Da war er auch schon für nominiert. Ich glaube, die Nominierung hier ist schon berechtigter, oder? Es gibt ja auch viele, die gesagt hätten, hey, für The Report hätte er wahrscheinlich auch eine verdient gehabt, von dem her. Und jetzt kommt Pascal mit Pan and Glory.
Ich mach's ganz kurz. Joaquin Phoenix wird ihn gewinnen. Adam Driver hätte ihn verdient und Antonio Banderas würde mich am meisten freuen. Ja. Also, Mensch, wir sind uns so einig in vielen Dingen, was das angeht. Wir sind bestimmt so nah. Ganz nah. Was aber nicht, ja, ich bin jetzt einfach Team was, was nicht heißen soll, dass Leonardo DiCaprio nicht genial waren. Die waren alle super. Nee. Ich mochte Joker ja nicht so, aber Joaquin Phoenix war absolut brillant. Man hätte hier auch 10 nominieren können. Dann könntest du meinetwegen Pattinson auch noch mit nominieren oder was weiß ich, wer da noch. Willem Dafoe. Für Parasite. Dieser junge Kerl bei Parasite, der wird auch nie irgendwie genannt. Obwohl der ganz vernünftig und toll spielt. Also, wie heißt der überhaupt? Xing Wang Wang Wang. Ich glaube, Kai Schmitz. War bei den Globes jetzt nicht sogar der kleine Junge aus Jojo Rabbit dabei? Ich glaube schon, ne? Ja, aber da gibt es, glaube ich, eine Kategorie. Nee, bei den SAG Awards oder bei den Critics' Choice gibt es eine eigene Kategorie für Jugenddarsteller. Ja, sollten sie eigentlich auch mal. Beim Oscar wird da ja nie so wirklich differenziert, ne? Okay. Weiter. Gut, kommen wir zu den besten Regisseuren und hui, diesen Hooker rette ich diesmal. Ich kenne keinen einzigen. Gut, dann ist jetzt für die Kategorie raus. Nominiert sind Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood, Martin Scorsese für Irishman, Sam Mendes für 1917, Bong Joon-ho für Parasite und Todd Phillips für Joker. Viel Spaß! Jetzt kommt ganz ehrlich, Schlacht. Könnte jeder werden. Ja. Es ist ein total offenes Feld gerade. Also, aber ich will Todd Phillips, ich möchte Todd Phillips nicht haben. Also der hat einen guten Job gemacht, aber keinen Oscar-Reifen. Aber ganz ehrlich, pass auf. Letztes Jahr war ja schon dieser Peter Farrelly nominiert für Green Book, glaube ich. Mhm. Ja? Und das ist einfach super. Also nicht, weil ich Green Book toll fand, aber weil du dann immer auf die DVD-Cover schreiben kannst, von Oscar-Preisträger Peter Farrelly, dem Regisseur von Dumm und Dümmer. Und überleg mal jetzt, von Oscar-Preisträger Todd Phillips, dem Regisseur von Hangover 1 bis 3. Hat er den super. Regisseur von Old School? Passiert. Oder Old Superbad. School, oder Roadtrip. Ja. Nee, schon mal ein Superbad. War Dogs. Ja. Also jetzt gehen wir es mal ganz kurz. Ich würde zwei ausklammern. Pragmatisch. Also, machen wir doch Ausschlussprinzip. Gehen wir mal einfach durch. Once Upon a Time in Hollywood. Natürlich hätte Tarantino das verdient. Und man darf nicht vergessen, dass Hollywood sich gerne selbst feiert. Und da ist Once Upon a Time ein sehr gutes Vehikel. Und halt auch scheißgeil inszeniert. Er ist auch einfach brillant inszeniert. Wow. Er hat noch keinen Regie-Oscar. Stimmt, der hat noch keinen. Martin Scorsese hat einen, Sam Mendes hat einen. Die anderen beiden nicht, aber die klammer ich jetzt mal aus. Tarantino wäre vielleicht fällig. Und der Todd Phillips hätte Once Upon a Time in Hollywood nicht so ausgesehen. Nee. Und unter Sam Mendes auch nicht. Bei Todd Phillips wäre es nicht Brad Pitt und DiCaprio, sondern wahrscheinlich Will Ferrell und Zach Galifianakis. Ja, ich den will ich sehen. Ich habe mich gewundert, dass Zach Galifianakis nicht irgendwie ein Cameo hatte in Joker oder so. So, also weiß. Okay. Once Upon a Time hätte ihn total verdient. Ja. Martin Scorsese hätte ihn natürlich auch verdient. Aber ich sag, der wird's nicht. Ich glaube es auch nicht. Also ich bin ich glaube nämlich, dass Hollywood es ihm ein bisschen übel genommen hat, dass er diese Diskussion losgetreten hat mit dem Marvel-Film. Oh. Okay. Dann klammern wir ja schon drei aus. Scorsese, Mendes und Todd Phillips wollen wir nicht. Todd Phillips würde ich nicht ausklammern. Nicht? Nee. Aber den klammern Dominik und ich aus. Nein. Ja. Moment, Scorsese ausklammern oder was? Nein, Todd Phillips. Ja, Scorsese ausklammern, ja. Todd Phillips hat da gar nichts verloren, sorry. Nee, dass der da nichts verloren ist, ist ein anderes Thema. Aber ganz ehrlich, ich denke, das wird entweder Sam Mendes oder Todd Phillips. Sam Mendes könnte es werden. Er hat auch schon den Golden Globe gewonnen und das ist so ein typischer. Der hat auch schon mal einen Oscar gewonnen für die Ja. Also, aber ich weiß gar nicht, ob der Rauschi das jetzt gerade eben schon gesagt hast oder im Vorgespräch, dass es auffällig ist, wie sehr bei 1917 die Werbung darauf abzielt, dass man so hinter den Kulissen-Videos präsentiert bekommt. Mhm. Und ich glaube, dass bei 1917 einfach ein enormer Aufwand ist, den Sam Mendes da so stemmt. Und wenn man das berücksichtigt, glaube ich, dass Sam Mendes durchaus Chancen hätte, den zu gewinnen. Aber seien wir ehrlich, das könnte wirklich jeder sein. Joker alleine wegen dem Hype. Ja, ich meine, Joker wurde ja irgendwie so hofiert mittlerweile. Also, man hat ja fast das Gefühl, dass Joker der Film ist, der die Seriosität, sag ich mal, zurück ins Kino gebracht hat, was natürlich Schwachsinn ist. Irishman, für mich ein Meisterwerk, der beste Film des letzten Jahres. Once Upon a Time, ich fand ich
gut, aber jetzt nicht so meisterhaft, wie jetzt Dominik oder Pascal den finden. 1970 nicht gesehen. Parasite, ich glaube nicht, dass das, ich glaube, das wird wieder so ein Fall, wo er dann den besten Auslands-Oscar bekommt. Mm. Und damit ist der Film halt abgefrühstückt. So, okay, danke, tschüss. Das ist ja so der Liebe dieses Jahres, ne? So wie bei Haneke damals. Ja. Aber alleine so von der Inszenierung her, wenn ich so nach meinem eigenen Gefühl und nach so eigenen Wunschdenken gehe, hoffe ich, dass es Bong Joon-ho wird. Also ich bin Sam Mendes-Fan, muss ich dazu sagen. Ich würde es ihm gönnen für 1917, man muss halt auch bedenken, so Plansequenzen, so logistisch ist das halt auch schwierig. Nur da ist dann halt auch die Frage, was hat Roger Deakins da für einen Anteil dran? Scorsese würde ich aber doch gerne sehen, weil, also er hat zwar schon einen für Departed, aber wirklich Irishman, das ist so ein im besten Sinne altersreifes Werk, ein Meisterwerk wirklich auch in meinen Augen. Er hätte ihn verdient. Also allein schon, wie er wirklich auch seinen eigenen Mafia-Mythos sowohl hinterfragt, zerlegt. Also bei Scorsese schließt sich einfach so ein Karrierekreis. Das ist was ganz Besonderes, finde ich, und es sollte honoriert werden. Also Sam Mendes, da ist halt eben dieses Ding, wahrscheinlich ist er weniger Regie gewesen als Roger Deakins, mehr Aufnahmeleiter oder so. Ich will das jetzt auch nicht abwerten. Sam Mendes ist ein fantastischer Regisseur, wirklich. Es ist nicht, ist klar, dass ohne den nichts gelaufen wäre, andersrum. Aber Scorsese wäre jetzt mein Favorit. Also wobei ich glaube, dass Sam Mendes es echt bekommt. Also ich würde mir wünschen, dass es Scorsese oder Tarantino wird. Hm. 1917 kann ich erst nächste Woche Freitag was zu sagen. Ich denke, Parasite ist da raus. Und ich vermute, dass es entweder 1917 oder Joker wird. Oh, Joker. Ja, wir fehlen hier die Frauen. Joker wird echt wehtun. Also einer von den beiden. Also ich glaube, es wird Samantha Mendes für 1917. Wo ist Robert Eggers? So, ich hab's gesagt. Wo ist Ari Aster? Wo ist Ari Aster? Ja, Ari Aster auch, komm. So. Gut, jetzt wir hätten es fast geschafft. Finale Runde. Jetzt kommen wir zu dem besten Film. Das sind ein paar mehr. Nominiert sind Le Mans 66, 1917, The Irishman, Joker, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Ja, okay, also fangen wir erstmal an, die wir auf jeden Fall rausstreichen. Das ist erstmal Le Mans 66. Ja. Wobei, das ist schon ein typischer Oscar-Film. Ich meine, ich fand ihn sehr gut, aber das ist ein typischer Oscar-Bait-Film. Doch. Na, ja, klar ist es einer, aber der hat überhaupt gar keine Schnitte. Sorry, wir haben da 1917, Irishman, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite und Joker, also sorry. Der hat genauso wenig Schnitte wie Little Women, wie Jojo Rabbit und wie Marriage Story. Die haben überhaupt keine Chance. Also wenn man ehrlich ist, dann kann man dann nur mit 1917, Irishman, Joker und Once Upon a Time oder Parasite rechnen. Irishman. Konsensfilm, wer ist der Green Book dieses in dieser Auswahl? Joker. Ja, in dieser Auswahl ist es wahrscheinlich Jojo Rabbit, aber... Oh, bitte nicht. Aber ich denke, dass es Joker wird. Am Green Bookigsten sind Little Women und... Jojo Rabbit. Tatsächlich, nee, Le Mans. Ja, Jojo Rabbit habe ich nicht gesehen, aber ich finde den einfach, keine Ahnung. Also Joker ist schon irgendwo, also auch wenn der allzu ach so unkonventionell, also gut, der ist ja schon in seinem Genre, ist ja schon irgendwie unkonventionell, aber versetzt jetzt auch keine Berge. Und es ist eigentlich der Konsensfilm dieses Jahr, ne? Wobei auf der anderen Seite, er ist ja auch nicht unumstritten. Gerade bei der Kritik ist der längst nicht so gut weggekommen wie beim Publikum. Ja gut, das ist der Oscar-Jury aber meistens auch ziemlich Latte. Ja, also, er hat ja auch schon den goldenen Löwen in der Tasche, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, dass sie da auch gerne nochmal so den Trend mit auszeichnen. Ja. Und Joker war halt einer der Filme des letzten Jahres. Ich glaube, also ich habe, wie gesagt, ich habe es irgendwie so im Urin, ja, das weiß ich daher, weil ich gerade eben vor meine in die Hose gepickelt habe, dass Joker bester Film wird. Und in den 11 Nominierungen aber vielleicht, wie gesagt, nur 2, 3 noch ansonsten. Aber halt die wichtigen, ne? Die wichtigen, also Hauptdarsteller, Regie vielleicht und Drehbuch. Ja, und Score. Und das sind wir uns ja einig beim Score wieder. Genau. Ich würde es mir aber für Irishman wünschen, weil, wie gesagt, das war für mich letztes Jahr auch der beste Film. Ja. Punkt. Kann ich auch nur mitgehen. Also Irishman, wobei auf der anderen Seite, ja gut, diese Geringschätzung gegenüber Netflix-Projekten, die hat jetzt auch abgenommen, ne?
Ja, komischerweise ja, bei den ganzen anderen Awards, die jetzt alle rausgekommen sind, war jetzt Netflix immer sehr oft nominiert und haben bei den Golden prozentual Globes, nicht so ganz. Genau, bei den Golden Globes haben sie irgendwie nicht so viel gewonnen und da wurde ja gleich wieder gemuckelt, ja, das machen die nur, die haben nichts gewonnen, weil die halt gegen Kino sind und so. Wo man dann sagt, ja, vielleicht einfach nur, weil die anderen halt einfach den anderen Leuten besser gefallen hat. Ich weiß es nicht. Hm. Also für mich gehört Irishman die Krone. Ja. Ich glaube aber, es wird Joker. Für mich gehört sie auch Irishman, ohne Wenn und Aber eigentlich. Irishman oder Once Upon a Time in Hollywood, aber ich denke, es wird Joker. Dann bleibe ich aber trotzdem bei Parasite, weil ich mache das mit Pain and Glory als Foreign-Film und Parasite als Best Picture. Oder wenn es Parasite wirklich nicht werden sollte, dann ist für mich 1917. Okay. Ja, 1917 ist halt auch so typisches Tokio. Die hatten schon lange keinen Kriegsfilm mehr, oder? Ja, ja, aber 1917 könnte auf der anderen Seite auch so ein Dunkirk werden, ne? Also der schlägt ja auch sehen die. Birdman hat damals gewonnen, oder? Mhm. Ja. Ja. Oh Gott. Vielleicht wird es doch Joker. Es wird wahrscheinlich Joker, auch wenn mir das wirklich so. Eins sage ich euch, ich freue mich schon sehr, wenn am 9. Februar die Oscars verliehen werden. Ich werde mir das wahrscheinlich wieder live angucken und mich danach wieder fragen, warum? Habe ich mir jetzt angetan. Aber es gehört einfach dazu. Und danach werde ich mir, glaube ich, oder währenddessen vielleicht diesen Podcast nochmal anhören. Und wahrscheinlich, ich habe so das Gefühl, dass wir komplett falsch liegen. Hm. Ja, dass wir vielleicht positiv oder negativ überrascht werden. Wir werden sehen. Ich bin aber sehr gespannt drauf und freue mich, euch wieder zu hören, weil wir nach den Oscars in derselben Konstellation dann einen Cast zur Verleihung aufnehmen werden. Und da bin ich mal sehr gespannt, was wir sagen. Ja. Na? Florence, wir lieben dich aber trotzdem. Ja, ich würde sagen, wir sind damit am Ende. Es gibt natürlich noch, wir könnten noch so viel besprechen, aber wir sind jetzt bei knapp einer Stunde, das sollte jetzt erstmal reichen. Ich danke für eure Zeit. Gerne. Und würde sagen, wir hören uns bei anderen Podcasts, ansonsten bis in knapp einem Monat. Ne? Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.